Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Watch Dogs. Und ich sehe gerade, die Mission ist direkt hier an unserem Bunker. Ja Mensch. Omas Bulldogge. Alles klar. Aus der Ferne mit Rossi Fremont verbinden. Alles klar. Da hat aber wirklich jemand aufgeräumt hier. Bist du fertig? Du hast, was du brauchst. Soweit schon, ja. Okay, hör mal, ich verstehe, wenn du Angst hast. Ich habe keine Angst. Keiner bat mich zu bleiben. Gut, aber niemand bat dich zu gehen. Da musst du dir mehr Mühe geben. Ich könnte Hilfe brauchen. Ich brauche deine Hilfe. Wie ein Team? Klar, wie ein Team. Du arbeitest nicht gern im Team. Nein, tue ich nicht. War das so schwer? Nein. Dann mal los. Okay. Alles klar. Also los, dann mal rein. Vielleicht finden wir was. Vielleicht finden wir was. Eine ganze Ladezeit. Uiuiui. Da bin ich ja mal gespannt, was da sein wird. Sicher, dass die IP da ist? Sie ist da, in den oberen Etagen. Wie kommen wir dahin? Wir nutzen die Kameras. Wo ist er? Oh nein. Sie haben den ganzen Ort verkabelt. Das sind keine einfachen Gänge. Oh Gott, das wird auf Zeit gehen. Ich mag es nicht, wenn irgendwas auf Zeit geht. Absolut nicht. Aber gut, das war easy. Er ist an die Zähne bewaffnet. Das ist noch ein Audiolog. Wird nicht leicht da reinzukommen. Da ist der Zack, oder? Die 1% der Kinder, die nie mit der Straße zu tun hatten. Ob sie programmieren können? Klar. Die Arbeit gesehen, so lieber. Das hast du schon mal gemacht. Ich gebe nichts zu. Mit Spuren kommen, sind sie reden. Ich dagegen kann beißen. Ich bin nicht nur. Die Bullen setzen keinen Fuß in meinen Garten. Und ich muss mich nicht hinter einer Maske verstecken. Der Zweck ist Kinderkram. Ich bin in Zukunft. Okay, wir müssen uns hauptsächlich hier mit Kameras hocharbeiten. Dreht der wieder um? Ich hoffe doch. Junge, dreh um! Junge, dreh um! Dankeschön. Veröffentlicht Bannervideos im Internet? Alles klar, Oliver. Hab ich verstanden. So. Ah, ja. So. Oh Gott, auch hier gibt's wieder Zeitdruck. 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 Hallo. Hauptsache, die haben hier übelste Gaming-Sachen. Warum bin ich nicht hier? Wir verstehen ihre Zurückhaltung, aber ihr Daten bringen Blumen Strecke. Alles klar, okay, die talken.
müssen die Maschinen für die neuen Chipkarten updaten. Mach dir keine Sorgen, wir machen das schon. Wir sind immer schneller als okay, ich kann in den Automaten. Immer anpassen, das ist der Schlüssel. Das war aber, glaube ich, die erste Kamera, ne? Ja, das hier war die erste Kamera, ups. Okay. Ah, da oben. Alles klar. Da haben wir wieder abgefangenes Audiomaterial. Wieder Zeitdruck. Okay. Okay. Oh Gott, nein, der muss da hin. Der muss aber so. Nice! Oh Gott, wo bin ich denn jetzt? Hilfe! Wo bin ich? Hier lebten wirklich Menschen? Und sie starben auch. Eieiei. Abgefangenes Audiolog. Nehme ich wieder an mich. Dankeschön. Das CTOS ist das Beste, was Blum für Chicagos Unternehmertum kommt. Die Bullen haben jede dunkle Ecke im Auge und greifen alle kleinen Fische auf. Ich gehe davon aus, dass er wieder umdreht. Bitte dreh wieder um. Mein Vatersheim. Geschützt durch allerneueste Sicherheit. Rat vom großen Fliegensteuerzahler aus Chicago. Danke euch. Alles klar, das sieht gut aus. Nimm ich die? Ein Fensterläden hochmachen. Ah, da kann ich jetzt direkt hin, okay. Gehen wir wieder auf Zeiten. Ich brauche die Kamera da hinten. So. Da. Die IP-Adresse kommt aus diesem Raum. Da ist ein Kartenleser dran. Und jetzt? Oh, da ist er. IRAC. Der Schlüssel ist in seiner Marke. Hör zu, dir hat keiner was geklaut, Junge. Hol deinen Boss ans Telefon. Das wird einen Moment dauern. Dann nimm dir den Moment. Bad Bug, schwing deinen Arsch hier rein. Mann, ich sagte doch, du sollst das wieder zurückbringen. Nur, dass du... Der Scheiß bringt's nicht. Weißt du noch Grandmas Bulldog? Die hässliche kleine Tülle? Badhead! Hey, der kam immer angerannt, wenn man ihn gerufen hat. Aber er hat auch immer überall hingepisst. Ja. Verstehst du mich? Yep. Nein, tust du nicht. Hör zu, du verdirbst mir das Geschäft. Und was glaubst du, was wichtiger ist? Zwischen dir und dem Business. Mr. Quinn ist jetzt dran. Business. Quinn. Ich überließ Ihnen meine Waren und die Security. Und zum Dank stellen Sie meine Gästeliste. Ich lasse mich nicht ausboten. Jo, chill. So ging das nicht ab. Ich glaube, Sie müssen verstehen. Wir haben eine geschäftliche Kooperation. Ihre Gäste sind meine Gäste. Hören Sie, wir besprechen das alles bei der Auktion, okay? Seien Sie kein Iltis, Mr. Irak. Wo ich herkomme, haben wir die Viecher abgeknallt. Der verdammte Hampelmann kann mir mal die Eier krauen. Was verfickt ist ein Iltis? Das ist ein Wiesel.
Sonst noch was? Alles klar, und Iraq ist völlig geisteskrank, Alter. Okay. Ein Wiesel. Ich weiß nicht, wie du in die Anlage kommen willst. Erst recht nicht zu diesem Raum. Selbst die Sicherheitsschlösser an den Türen sind verschlüsselt. Dieser Fettsack, Bedbug, der wird für mich da reingehen. Einfach so. Und warum sollte er das tun? Ich wette, ihn trennt nur ein Fehler von einer Kugel im Kopf. Und wenn er den Fehler macht, werde ich es aufnehmen. Geht nichts über Erpressung, um jemanden umzudrehen. Boah, recht hat er, sah wirklich nicht gerade aus, als hätte er noch viel offen. Ich möchte Iraq jetzt nicht abspielen. Oh Gott, Alter, ich hab übelst viel verpasst. Naja, ist ja egal. Interessiert mich im Endeffekt nicht. Ach, ich wollte eigentlich in den Fähigkeiten bauen. Hergestellt, das ist mir scheißegal. Hacken Sie Gegner, um sie eine Rückkopplung in ihren Headsets zu verwirren. Ja, warum nicht? Das können wir gerne mal machen. So, Mission beendet! Mal kriege ich direkt den nächsten Skill. Gehen wir diesmal in Kampf. Verlängert die Dauer von Fokus. Habe ich das nicht letztes Mal schon aktiviert? Aber es hat wahrscheinlich nicht gespeichert. Alles klar. Und damit hätten wir die Mission abgeschlossen. Ist hier mein Bett? Ah, hier ist mein Bett! Ich hab's gefunden! Ey! Gut. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Aber Leute, ich würde sagen, ich belasse es bei dieser Mission in diesem Part. Ich hoffe, der Part wird zwar jetzt ein bisschen kürzer sein, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, stelle den nächsten Part wieder ein, wenn wir dann diesen, ich habe seinen Namen vergessen, auf jeden Fall den etwas kräftigeren gebauten Typ, einen Fehler unterlaufen lassen. Das sind wir dann im nächsten Part. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da wieder einschalten würdet. Und ich sage bis dahin. Tschüss!